du ist. Ich freue mich auch. Er hat gesagt, Sie dürften allerdings keine Bedingungen stellen. Naja, im Moment, habe ich ja gesagt, ist das Thema noch kein Thema. Aber es ist schön, dass wir uns auf jeden Fall da noch offen in die Augen sehen können und darüber sprechen können. Würden Sie mit Herrn Vogt jetzt auch ein Telefonat suchen, ähnlich wie Jota Matthäus? Nein, im Moment ist der 1. FC Köln aktuell. Habe ich gesagt, ganz eindeutig, Priorität liegt jetzt erstmal da. Er spielte im Sturm natürlich, und zwar gemeinsam mit Bruno Labbadia. Das heißt, Stefan Kohn, Sie sehen ihn gleich in der Mitte, musste wie gegen Frankfurt erstmal auf der Bank Platz nehmen. Anpfiff im ausverkauften Müngersdorfer Stadion. Die Kölner in Weiß von links nach rechts. Und in 10 Sekunden wissen Sie ganz genau, welche Bedeutung das Wort Turbo-Fußball hat. Goldbeck. Holster. Horst Held. Wieder der 1. FC Köln. Noch keine 4 Minuten gespielt. Und schon nach so kurzer Zeit sprach hier keiner mehr vom kalorienarmen Bundesliga-Auftakt am letzten Wochenende. Steinmann und beinahe Toni Polster. Der hat schon in Logrones gespielt, in Sevilla, in Wien und sonst noch wo. Aber so viel Spaß wie in Köln hat er, glaube ich, noch nie gehabt. Noch diese Woche möchte er für 2 Jahre verlängern. Toni Polster. Es dauerte bestimmt 8 bis 10 Minuten, ehe sich die Dortmunder zum ersten Mal über die Mittellinie bewegten. Aber dann Reuter. Nochmal Stefan Reuter. Und Karl-Heinz Riedle. Aber Bodo Ilkner hat da aufgepasst. Haben Sie gesehen, wie der Riedle sich da toll gelöst hat? Da gab es nachher noch mehr von Matthias Sammer, BVB-Libero. Der hatte in Sachen Abwehrorganisation nun wirklich alle Hände voll zu tun. Denn es lief für Köln. Anton Polster, der Mann mit dem Doppelpackversprechen. Schauen Sie nochmal, Weiser hatte die Flanke gegeben. Polster und auch eine tolle Parade von Stefan Kloß im Tor der Dortmunder. Also jetzt schon war klar, dass hier irgendetwas aus der Abteilung super sehenswert entstehen würde. Ein ganz prima Auftakt. Dortmund. Möller, Riedle, Möller und Tor. 0:1 nach 12 Minuten. Andreas Möller. Am Montag noch im Gerichtssaal in Frankfurt, aber das wahre Leben, das spielt er in Schwarz-Gelb. Tolle Kombination, schönes Tor. Karl-Heinz Riedles Hackentrick, der Mann mit Selbstvertrauen. Erinnern Sie sich noch an den Auftakt der letzten Saison? Da war es ganz anders für ihn. Kein Vergleich. Möller der Schütze und Morten Olsen ohne Kommentar. Rico Steinmann in Vorbereitung eines Eckstoßes. Das gibt es ja nun wirklich häufiger beim 1. FC Köln. Steinmann also. Und Tor. Der Ausgleich. Bruno Labbadia. 1:1. 17. Minute. Mann war der Mann froh. Labbadias erster Bundesliga-Treffer für den 1. FC Köln. Und überhaupt das erste FC-Tor in dieser Spielzeit. Martin Kreh hatte da wohl ein bisschen Verspätung. Also ganz ehrlich, so viel Fußball wie hier in den ersten 20 Minuten heute Abend gab es sonst in 3 Spielen zusammen nicht. Es war toll, dabei sein zu können. Wieder die Rheinländer. Horst Held. Polster und Goldbeck. Riesenatmosphäre im Müngersdorfer Stadion. Borussia Dortmund. Jetzt waren beide Teams wirklich absolut hellwach. Matthias Sammer. Möller, den brauche ich Ihnen nicht mehr vorzustellen. Und das 1:2. Seit über 4 Jahren hat er nicht mehr für Dortmund getroffen. Kein Wunder, hat er auch woanders gespielt. Heute gleich 2-mal. Er wollte irgendwie hinausschreien. Seht her, hier bin ich, euer Andi. Und Bodo Ilkner stand 2 Meter vorm Tor, glaube aber dennoch, dass er hier schuld ist. Nun befürchteten natürlich einige den kölschen Totaleinbruch, aber Wolfgang Rolf. Gefühl statt Gewalt. Ein toller Leitspruch, übrigens nicht nur für Fußballer. Ja, Wolfgang Rolf, der arbeitete auch heute ganz intensiv.
aber er sollte defensiv die Kreise eines gewissen Herrn Möller eingrenzen. Das war ihm bisher nicht gelungen. Schabüßer. Und Möller, das war das dritte Ding. 35. Minute. Und da dürfen Sie dann wirklich noch mal gerne ganz genau zuschauen. Stefan Schabüßer, hätte der an Schalter 1 gestanden, dann müsste man hier von einem Bankraub sprechen. Dann der Blick auf den Ball, der Blick aufs Tor, der Blick zum Gegner. Andreas Möller kommt dann, da brauche ich nicht mehr reden, da können Sie ganz einfach gucken. Als zusätzliche Information höchstens noch unsere Möller-Kamera in Normalgeschwindigkeit. Kein Gegenspieler, kein Problem. Das 1:3. Das war auch der Halbzeitstand. Köln 1, Dortmund 3, Möller im Glück. Fußball der Extraklasse. Jede andere Formulierung wäre hier fehl am Platze. Aber der erste FC Köln hatte sich für die zweite Halbzeit noch einmal alles vorgenommen. Steinmann beim Freistoß. Hier unten kommt Patrick Weiser. Also entschieden war das noch nicht. Rico Steinmann. Und los. Tolle Szene. Ottmar Hitzfeld wechselte dann, befreite Schabüßer von den Spielerpflichten und Flemming Paulsen von der Auswechselbank. Weiter geht's. Mitte zweite Halbzeit. Knut Reinhardt, Flanke, Fehler von Rudi und Sammer. 1:4. Sein erstes Tor für Borussia im gesamten Jahr 1994. Es war im Grunde mehr als die Vorentscheidung nach diesem Fehler von Andrzej Rudi. Ich bin ganz ehrlich, Bodo Ilgner tat mir allmählich leid. Was soll der gute Junge da auch halten? Der Widerstand der Kölner war zu diesem Zeitpunkt natürlich gebrochen. Und insgesamt gilt, dass die zweite Halbzeit nicht mehr ganz so prickelnd war. Ganz einfach, weil Köln nicht mehr mitspielen konnte. Paulsen, dann auch noch mit Tunnel. 80. Minute. Zorc, 1:5. Ein Debakel nahm seinen Lauf, oder sagen wir es andersrum, ein Dortmunder Fußballfest, ausnahmsweise mal auswärts in Köln. Michael Zorc ganz alleine, Wolfgang Rolf wäre vielleicht der Einzige gewesen, der da noch hätte rankommen können. Nun gut. Bodo Schmidt. Jetzt glänzten sogar die Verteidiger vorne. Paulsen. Paulsen, 1:6. Die höchste Niederlage in der Bundesliga-Geschichte des ersten FC Köln. Und Sie können, während die Zeitlupe läuft, mal ganz genau mitrechnen. Die ersten 20 Mark zahlt der Gegenspieler für diesen Tunnel. Die zweiten 20, weil er nicht nachgesetzt hat. Wer allerdings die hohe Kölner Heimniederlage begleichen kann, da bin ich mir völlig unklar. Fußballfest in Köln. Dirk Froberg sprach mit Andreas Möller. Hätten Sie das vor Saisonbeginn gedacht, dass der Saisonstart so positiv verläuft? Ja, natürlich. Man konnte, mit der Zeit war es natürlich sehr knapp, aber der Trainer Ottmar Hitzfeld hat mich super aufgebaut.